Kurznachrichten. Auf Tagesschau 24 gestern. Es gab doch ein besseres Weihnachtsgeschäft, vor allem aber online. Ich sag mal, viele kleinere Läden meckern viel, das spricht für 5 größere. Dann braucht man auch nur noch 3 Ämter in Deutschland, um das Ganze zu prüfen. Ich sag mal, jetzt wird reformiert, wir brauchen neue Besen, aber vor allem deutlich weniger. Der Einzelhandel meldet, Plastiktütenverbot, außer beim Obst, da gäbe es keine Alternative. Warum dann nicht impfen? Fragen für den 5. Januar 2022, ein Mittwoch. Österreich, die SPÖ ist gestern in Niederösterreich zu ihrer Neujahrsklausur zusammengekommen. Dort wurde eine Rückkehr zu alten Werten diskutiert. Die öffentliche Hand solle wieder eine aktive Rolle spielen, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie will ein neues Selbstverständnis des Staats. Da kommt der Staat. Die 7-Tage-Inzidenz in Österreich 292,6. Wie sieht es aus in Deutschland? 258,6, gestiegen von 239,9. Zu Beginn der Impfkampagne vor einem Jahr 135,0. Offiziell gesund 99,27573% der Gesamtbevölkerung. Südtirols Landeshauptmann wirbt für eine Impfpflicht. Auch Frankreichspräsident Macron, er will Ungeimpfte bis zum bitteren Ende nerven. So wird er zitiert vom ORF. Ein Arzt in Italien täuscht Corona-Impfungen vor. Es gab eine Festnahme. La Repubblica berichtet die Zeitung. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor noch gefährlicheren Virusvarianten durch Omikron. Trotz der eindeutigen Ansagen aus der Politik, die den Ungeimpften seit dem Spätsommer ein unbequemes Leben prophezeien, und dem zunehmenden sozialen Druck, der sich auch in pauschalen Diffamierungen wie Impfgegner niederschlägt, scheint die Gruppe derer, die eine Impfung mit den neuen Vektor- oder mRNA-Impfstoffen ablehnen, allerdings nicht sonderlich geschmolzen zu sein. Nur 2,1 Millionen Personen haben sich erst impfen lassen seit der Ankündigung von Olaf Scholz. Das sind die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Hier aber auch enthalten die Kinder und ältere Personen. Die Berliner Zeitung berichtet, mehr als 100.000 Menschen waren bei Corona-Protesten auf der Straße. Einen Fehler gab es bei der Welt. Diese publizierte in der Überschrift, 35.000 Menschen protestierten bundesweit. Später im Text wird allein für das Bundesland Baden-Württemberg eine Teilnehmerzahl von 50.000 Personen angegeben. Die Omikron-Welle kann laut dem Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, negative Auswirkungen auf die Konjunktur in Deutschland mit sich bringen. Bundesfinanzminister Christian Lindner meint, die Omikron-Welle erfordert keinen Lockdown. Der Straßenkarneval in Rio wurde erneut abgesagt. Über eine mehrdeutige Aussage von Harald Schmidt empört sich das Feuilleton. Er erklärte der Neuen Züricher Zeitung, er sei auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt's schnell was auf den Aluhut. Der Antispiegel von Thomas Röper stellt die Frage, wozu werden hunderte Millionen Menschen ohne ihr Wissen einer Gentherapie unterzogen? Er bezieht sich auf die mRNA-Impfstoffe, die per medizinischer Definition eine Gentherapie sind. Er zitiert den Jahresbericht 2019 von BioNTech. Er verweist auf juristische Spielereien. Gesetze wurden verändert. So sei eine Gentherapie juristisch keine mehr, wenn sie als Impfung verabreicht wird. Zitiert wird Stefan Oelrich, Vorstandsmitglied der Bayer AG, beim World Health Summit. Am 24. Oktober in Berlin, die mRNA-Impfungen sind ein Beispiel für Zell- und Gentherapie. Hätten wir vor 2 Jahren eine öffentliche Umfrage gemacht und gefragt, wer dazu bereit ist, eine Gen- und Zelltherapie in Anspruch zu nehmen und sich in den Körper injizieren zu lassen, dann hätten das wahrscheinlich 95% der Menschen abgelehnt. Die Pandemie habe vielen Menschen die Augen für Innovationen in einer Weise geöffnet, die vorher nicht möglich war, wir berichteten im Wellengespräch. Die Augen geöffnet ist natürlich schön ausgedrückt. mRNA-Versuche gibt es seit 1990. Zugelassen wurde bislang nichts, weil die Risiken und Nebenwirkungen unkalkulierbar waren. BioNTech schreibt in seinen Jahresberichten offen, dass es sich um eine Gentherapie handelt, man aber hofft, das juristisch anders einstufen zu können. Der BioNTech-Bericht für 2019 trägt das Datum 31. März 2020. Da war die Pandemie schon im Gang. Thomas Röper stellt eine gute Frage. Wenn alles so sicher und von so guten Absichten gelenkt wäre, warum wird den Menschen dann verheimlicht, dass sie derzeit einer Gentherapie unterzogen werden? Wenn alles sicher und zu unser aller Besten wäre, dann könnte man das doch offen kommunizieren, oder nicht? Ganz offen kommunizierbar, das Kabinett Olaf Scholz ist noch westdeutscher als die Vorgängerregierung. 5 Ostdeutsche sind in den 54 enthalten. Die Berliner Zeitung schreibt, das weitere große Thema Energie. Es gibt Proteste in Kasachstan gegen hohe Energiepreise. Der Gastransit von Gazprom über die Ukraine geht auf ein 2-Jahre-Tief zurück. Die Ölstaaten der Allianz OPEC Plus weiten im Februar ihre Produktion wie geplant aus. Nochmal Kasachstan.
Die Regierung ist nach anhaltenden, gewaltsamen Protesten gegen die Erhöhung der Gaspreise zurückgetreten. Nordkorea hat offenbar eine ballistische Rakete getestet, der ORF berichtet. Auch von fast 100 befreiten Entführungsopfern in Nigeria. Neue Massenproteste gab es im Sudan. Die NATO bestätigt das Treffen des NATO-Russland-Rats am 12. Januar. Polen legt den Bau von einer 186 Kilometer langen Schutzanlage vertraglich fest. Es geht um die Migrationskrise an der Grenze zu Weißrussland. Die Grünen in Deutschland sichern Bundespräsident Steinmeier die Unterstützung bei einer zweiten Amtszeit zu. Boris Reitschuster berichtet vom Vize-Chefredakteur der Zeit. Dieser erklärt Fleischkonsum für illegal. Bernd Ulrich heißt der Mann, hat auch schon ein Buch veröffentlicht, Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie. Er lässt sich zitieren, wo es möglich ist zu leben, ohne zu töten, ist es auch geboten. Fleisch essen ist in unseren Gesellschaften illegitim. Tja, die neue Zeit. Im Streit um das Foto eines nackten Babys auf dem Plattencover des Nirvana-Albums Nevermind hat ein Richter in Los Angeles die Forderung des Klägers, also des jetzt erwachsenen Babys, vorerst abgewiesen. Auch ein bizarres Geschäftsmodell des Herren. Ein heftiger Schneesturm hat mehrere Regionen an der US-Ostküste getroffen und dort das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Mehr als 20 cm Neuschnee gab es in Washington. Im Bundesstaat Virginia sind 400.000 Haushalte ohne Strom. Auch am Studiostandort Ilmenau gab es ein wenig Schnee. Im Schwarzwald gibt es eine Unwetterwarnung, dort vor Dauerregen, Regenschnee und Graupel in der Nordhälfte. Ab und an Sturm, morgen aufgelockert, Freitag, Samstag wieder mehr Niederschlag, aber auch freundliche Abschnitte. Es bleibt winterlich kalt. Alternative Music.